Herr Bischof Wanke, die neue Einheitsübersetzung der Bibel liegt vor. Sie haben lange daran gearbeitet. Was waren die Stellen, wo Sie mit dem Kollegium vielleicht am längsten gestritten haben? Es waren manchmal so theologische Sachaussagen. Nicht? Wie kann man zum Ausdruck bringen, was Rechtfertigung ist? Nicht? Die paulinische Grundbotschaft, die Gnade vor dem Werk, dass das in rechter Weise zum Leuchten kommt und manche andere Dinge. Dann auch vielleicht der moderne Sprachgebrauch. Da merkte ich, dass wir auch im deutschen Sprachraum eine Unterschiedlichkeit haben zwischen dem Norddeutschen, dem Süddeutschen und dann noch einmal ja, dem Raum der Schweiz. Und dass es da durchaus auch Unterschiede gibt. Also in Einzelheiten das Ringen um eine adäquate, heute dem Hörgewohnheiten entsprechende Übersetzung. Sie haben von Schlüsselwörtern gesprochen. Was ist denn für Sie so ein Schlüsselwort der Bibel? Ohne Zweifel Gnade, Reich Gottes, was das meint, und Advent, Kommen des Herrn, Vollendung der Welt. Das ist nämlich etwas anderes als Weltende, sondern ist Neuschöpfung und Neuanfang. Wie kann man diese adventliche Hoffnung auf das Kommen des Herrn zum Ausdruck bringen? Das sind so Grundworte, Stellvertretung. Nicht? Das sehr belastete Wort Sühne, wie ist das so ausdrückbar, dass es heute nicht missverständlich ist und einen beleidigten Gott sozusagen erst schafft, der angeblich versöhnt sein muss? Also das sind Grundfragen, die auch in Übersetzungsfragen ganz konkret werden. Was war denn oder ist die Lieblingsstelle, wo Sie auch mit ganzem Herzen dabei waren bei der Übersetzung? Also ohne Zweifel das Gebet Jesu, wo er im Heiligen Geist, heißt es dabei Lukas 10, jubelt und sagt, Vater, ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, nämlich deine Liebe, den Klugen und Weisen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Da kommt die Mitte des Neuen Testamentes zum Ausdruck, die Selbstoffenbarung Gottes in Christus. Was wünschen Sie jetzt für alle Menschen, die die neue Einheitsübersetzung lesen? Dass sie vielleicht auch neu die alten Texte hören in den einzelnen Stellen und dass sie auch vor allen Dingen bedenken, was hat das mit meinem Leben zu tun?